CoreGamer Production. Willkommen auf der Spieleseite der Macht. Hey you guys, willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Origins Awakening. Ja, da bin ich wieder. Wir sind immer noch in dieser verkackten Stadt. Ja, verkackt. Nein, so schlimm ist es da nicht. Aber, hier ging's doch ein bisschen hoch her. So ein paar skurrile Magier-Typen und 550 Trillionen Quests und so. So, Marshal Aiden. Ah, der Kommandant der Wächter. Ich nehme an, ihr habt euch entschieden, uns zu helfen? Was genau geht ihr vor? Da der Handel nahezu zum Erliegen gekommen ist, haben sich hier Schmuggler breit gemacht. Sie verkaufen gestohlene Waren. Zu Wucherpreisen. Wenn es uns gelingt, ihren Geschäften ein Ende zu machen und ihre Vorräte zu beschlagnahmen, könnten wir diese an die Bedürftigen verteilen. Ich kümmere mich um das Problem. Einer der Schmuggler wickelt seine Geschäfte auf dem Markt ab. Er könnte wissen, wo sich das Versteck befindet. Uns ist es zwar nicht gelungen, etwas aus ihm herauszubekommen, aber vielleicht habt ihr ja mehr Glück. Okay, Recht und Ordnung. Ja, okay, komm, machen wir. Hey, Dude. Verdächtige Person. Seid gegrüßt. Hättet ihr vielleicht Interesse an... Alistair. Moment mal. Meine Jungs haben gesagt, sie hätten euch in einer Unterhaltung mit... Ich werde euch lehren, eure Nase nicht in anderer Leute Angelegenheiten zu stecken. Alter, was posierst denn du jetzt hier so? Es ist gut, das sofort zu erledigen. Aber selbstverständlich, soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst? Leute gibt's. Säurefläschchen. Schockbombe. Dum-dum-dum-dum. Okay, mal gucken, wie lange uns diese Questreihe... ach, guck mal, noch mehr Freunde. Hi, Freunde. Ja, ja, es gehört. Schon gut, schon gut. Es ist gut, das sofort zu erledigen. Aber selbstverständlich, soll ich euch einen Stuhl holen? Damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst. Gleich mal die Rüstung zertrennen. Da vorne ist noch ein wenig Gift, was wir auch mitnehmen. Hallo. Ist der Pisser jetzt wieder weggerannt oder was? Aha. Da will man nur in Ruhe looten, ne? Und dann sowas. Okay, mal jetzt mal unter uns, mein Freund. Wie oft wollen wir das jetzt hier noch treiben? Schon gut, schon gut. Es ist nur so eine Frage. Zack. Wenn ich mit dir fertig bin, hängt sich ein hübscher roter Nebel auf den Boden. Schon gut, schon gut. Sei doch auf, wegzurennen! Du Sau! Ich kümmere mich darum. Soll ich euch einen Stuhl holen? Damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst? Whoopie! Schon gut, schon gut. Es ist gut, das sofort zu erledigen. Soll ich euch einen Stuhl holen? Damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst? Pum. Ich mag die neue. Ich mag diese neue Fähigkeit. Aber selbstverständlich. Es ist dreingestellt. Ihr nichtsnutzigen Schwachköpfe! Ihr lasst zu, dass ich verfolgt werde? Los, macht die Ratte fertig! Wer denn? Wer? Achso, die! Der Abschaum hat sich Unterstützung gesucht. Schon gut, schon gut. Los, soll ich euch einen Stuhl holen? Sogar Zwerge! Es ist gut, das sofort zu erledigen. Also Leute. Los, mach die Ratte fertig. Aber selbstverständlich. Ich kümmere mich darum. Schon gut, schon gut. Aber selbstverständlich, ich kümmere mich darum.
Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst? Es ist gut, das sofort zu erledigen. Schon gut, schon gut. So. Es ist gut, das sofort zu erledigen, aber selbstverständlich. Egal, was die Leute über ihn sagen, er war immer noch mein Vater. Ich will doch einfach nur wissen. Ja. Soll ich euch einen Stuhl holen? Damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzt. Ich bin nicht derjenige, der ihr das fragt. Gut, das sofort zu erledigen. Aber selbstverständlich. Weicht der Frage nur aus. Flieh, solange du noch kannst! Schon gut, schon gut. Ich kümmere mich darum. Da ist jetzt bald gut hier. Flussspatz. Also wenn er so weitermacht, ne, dann. Oh, wie süß. Es tut mir leid. Aha, da brauche ich einen Schlüssel für. Ist es noch irgendwo sicher? Nee. Also hier ist gerade befriedetes Gebiet, ne? Also. Es ist vollbracht. Das hier ist im Moment befriedetes Gebiet, also lass dich hier ruhig nieder. Guck mal, sogar mit Katze und so. Hattet ihr Erfolg mit den Schmugglern? Es gibt ein verlassenes Haus, das möglicherweise als Eingang zu ihrem Versteck dieses ist. Dieses Haus ist seit Jahren versperrt. Wenn ich mir vorstelle, dass der Eingang die ganze Zeit dort versteckt war, tja, dort wird bestimmt jemand Wache stehen. Und wo es eine Wache gibt, gibt es auch einen Schlüssel. Ich werde es mir mal ansehen. Wenn ihr einen Weg zu ihrem Versteck findet, sind diese Schmuggler erledigt. Viel Glück, Kommandant. Okay. Dann wollen wir mal zu ihr. Ein Baum. Ah, riecht ihr das? Das ist der Geruch der Freiheit. Er ist natürlich versetzt mit dem Geruch von Hunden und Staub, aber dennoch steckt auch Freiheit darin. Ihr haltet nicht viel vom Zirkel der Magie, oder? Ich bin 7-mal aus dem Turm geflohen. Nach meinem letzten Versuch haben sie mich 1 Jahr lang in Einzelhaft gesperrt. Ich bin mir sicher, irgendwann hätten sie mich als Malefica gebrandmarkt und hingerichtet. Egal, ob es wahr ist oder nicht. War der Zirkel der Magier wirklich das so? Das Problem schwer? Ist, dass Magier toleriert werden. Wenn sie Glück haben. Es ist, als bräuchte man eine Erlaubnis, am Leben zu sein. Es gibt nichts, was ein Magier tun kann, um sich zu beweisen. Alle müssen vor einem beschützt werden. Punkt. Es muss einen besseren Weg geben. Das Reich von Tevinter kennt einen besseren Weg. Aber wir wissen ja, dass dieses Argument hier nicht zählt. Alles, was ich will, ist ein hübsches Mädchen, eine ordentliche Mahlzeit und das Recht, Narren mit Blitzen zu beschießen. Das klingt doch vernünftig. Oh yeah, Spider-Man ist der. Große Macht bringt große Verantwortung mit sich. Und bringt sie auch Verdächtigung, Ächtung und Verlust jeglicher persönlicher Freiheiten mit sich? Ach, beachtet mich einfach gar nicht. Mir wird nur immer wieder bewusst, dass ich nicht mehr in einer Zelle sitze. Und dann muss ich eben grinsen. Das ist alles. Ja, findet Ende super, dachte ich mir. Pass auf, diese... Seid ihr hier, um unserem kleinen Geschäft ein Ende zu bereiten? Das ja. Kann ich nicht zulassen. Aber selbstverständlich. Ich kümmere mich darum. Es ist gut, das sofort zu erledigen. Das kann ich nicht machen. Das kann ich nicht machen. Ach, Fublet. Ach, bestimmt hat. Nee, der hat nur das Silber. Du hast das doch bestimmt. Yeah! Schlüssel der Schmuggler. Nice! Fertig. Ab geht's in die Höhle. Wupp, wupp, wupp. So. Ja, Xbox, danke, dass du mich dran erinnerst. Wir sollten mal wieder speichern. Speichern. Ja, hier war das. Okay.
So. Was geht hier unten ab? Läuft hier der heiße Shit oder was? Anführer der Schmuggler. Hallo. Ich habe von euch gehört. Ihr habt ein paar meiner Jungs ziemlichen Ärger gemacht, nicht wahr? Da. Nun, kommt. Damit ist es jetzt vorbei. Sagst du. Schon gut, schon gut. Ich kümmere mich darum. Aber selbstverständlich. Und da hat wieder jemand einen Stufenaufstieg. Sehr nice. Boah, das geht auch fix hier, ne? Säurefläschchen. Schwere zwergische Drachen, boah. Ja, alles was recht ist, ne? Ja, Nathaniel. Da wir Geschicklichkeit bei dir brauchen. Für ganz viele neue Klamotten hier. Ja. Okay, was würde sich denn noch anbieten bei dir? Komm, machen wir die erstmal zum Meister Schlossknacker. Mit machen wir, denke ich mal, nichts verkehrt. Boah, der geil. Füße des Langfingers. Okay. Dann gehen wir nochmal gucken. Das hört sich das hört sich nach Zeug an, das der gute Nathaniel gerne tragen würde. Drei Geschicklichkeit. Oh, in der Tat. Das kann man weg. Füße des Langfingers. Joa. Ab dazu. Kann weg. Ey, komm, die kann auch weg. Ich weiß, tut weh. Umarmung des Bären. Auch nicht so gut wie die Provokateur-Dinger. Das Ding kann weg. So. Langbogen der Antiva. 10-20. Kritische. Ja, das würde ich sagen, nehmen wir, ne? Ja. Kann der nämlich gleich weg. Die Antiva-Brüste kann auch weg. Die Feuerpfeile rüsten wir aus. So. Ogrin, alte Bratnase. 2-5, schwächer. 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 Für den Fall, dass wir jetzt echt noch irgendwie einen kriegen, dann kaufe ich mir was nach. Ist mir scheißegal jetzt. Ja, komm, weg damit. 15. Nochmal zurück nach Nathaniel. Amulett des Bewahrers. 2 zu Willenskraft. Da bekommst du das. Das Ding kann weg. Schläfer. Ja, komm, kann weg. Spiralring. Geistschaden 5%. Scheiß drauf. Okay. Feuerschaden. Kälteschaden. Kriegst du den Ring der Meisterschaft. Zack. Hagelstern kann weg. Säure, Schockbomben, das. Seelenfresser, Beschichtung, Krähengift. Hurtigkeitssalbe. Mhm. So. Okay. Gucken wir uns mal weiter um hier. Jetzt haben wir auch mal wieder schnell eben entmistet und kriegen jetzt wieder noch mehr Mist rein. So fluppt das. Wir sind da oben. Pläne für oh, geil. Ja? Ja, Nathaniel, du kannst hier wieder knacki-knack machen. Feuerpfeile. Okay. Okay. Wie? Das war's! Ich bin schockiert. Das kann's doch nicht gewesen sein. Wir gehen mal eben hier den Bootssteg entlang. Kann ich gar nicht. Boah, die ist sehr säcke. Oh, super geile Bucht. Stehe ich ja total drauf. Ja, wäre es jetzt wieder arg, ne? Ich würde direkt wieder bauen wie so ein Gestörter. So,
Oh, zum gekrönten Löwen? Ach stimmt, da hat man ja auch so eine Tür gefunden, die ins Nichts geführt hat. Schön, dann kommen wir also so dahin. Nice. Okay. Das hatten wir schon. Ach, beim nächsten Händler wird erstmal wieder Plunder entsorgt. Wahrscheinlich bin ich dann direkt wieder reich. Nachdem ich jetzt schon bei den Questtafeln mal eben 20 Gold hinterhergeschmissen kriege. Der Hammer. Okay, aber ich glaube, das ist auch nötig. Ich meine, bei den Preisen, die man hier hat. Ach, guck mal, hier waren auch noch Lohnschläger, die ich übrig gelassen hatte. Ach stimmt, das war der Part, wo ich dann dachte, okay, ich muss den vielleicht mal fangen. Na, wer hat Problem? Hi, Dude. Gibt es Neuigkeiten? Ja, die Schmuggler werden euch keine Probleme mehr bereiten. Die Stadt Amaranthin steht tief in eurer Schuld. Vielen Dank, Kommandant. Kein Problem, ich bin nur da, um zu helfen. 10 Gold, boah, Alter. Levelaufstieg. Auch mit den Levelaufstiegen geht das echt fix hier. So, wir machen 54 Stärke. Geschicklichkeit habe ich eigentlich genug. Mehr Dings wäre aber ganz praktisch. Oh, hier brauche ich unbedingt das. Champion Überlegenheit. Da ich den Kriegsschrei ja nicht wirklich verwende, ist das, glaube ich, ein bisschen kontraproduktiv. So. Ach, guck mal hier. Zweihändiger Einschlag. Ah, okay. Stärke brauche ich nicht weiter investieren. Bei ihm. Das ist schön. Nathaniel Ogryn, alte Bratnase. Okay, der braucht auch keine Stärke mehr, deswegen machen wir jetzt erstmal alle drei in Willenskraft. Der braucht nämlich dringendst, ich wiederhole dringendst, braucht der, oh, damit er alle Fähigkeiten hat, braucht er gute Mann Taktikfelder dazu. Wie viel Kohle haben wir denn schon wieder? Wir haben schon wieder 73, leck mich. Boah. Machen wir mal eben schnell noch zum Händler hier, würde ich sagen. Eben schnell noch ein paar Sachen loswerden. Nämlich den gesamten Plunder hier. Ja, kommt der durch, der kann weg. Also wie die Feuerpfeile. So, schon wieder 100 noch was, geil. Okay. Also Geld machen kann man hier. Viel schon mal gut. So. Achso, und wahrscheinlich der andere Typ. Das war wahrscheinlich quasi das Angebot. Du hast alle 5 Flaschen mit dem geschmuggelten Antivirus in deinen Besitz gebracht und somit sichergestellt, dass sie keine Gefahr für Meritin darstellen. Bring sie zu Kendrick. Okay, wo ist der? Wo ist denn der Kendrick? Ja, wo ist Kendrick, ihr Säcke? Da ist er nicht. Okram. War Kendrick vielleicht ihmchen hier? Ja! Hi. Es ist schön, euch wiederzusehen. Ja, ich hab da was. Ich schulde euch wohl eine Belohnung, nicht wahr? Oh ja, zweifellos. 7 Gold, ja, ja, geht ja. Okay, was haben wir denn jetzt noch hier an Quests? Ich muss mir da mal einen Überblick verschaffen. Ich finde den Ehemann, der besorgt. Du hast ein Stück einer Notiz von Amas Ehemann gefunden, die offensichtlich zerrissen und weggeworfen wurde. Darin werden die Stege hoch oben über der Stadt erwähnt. Okay. Die Stege hoch oben in der, über der Stadt. Okay, Treppe zum Wehrgang. Okay. Boah. Ich denke mal, dass das jetzt hier ist. Lösen wir mal munter weiter unsere Quests hier.
solche Buden, ne, das hier, das finde ich auch überaus geil. Damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst. Diese Art zu bauen, ne, dieses Haus an Mauer. Das finde ich schon cool. Ja, mutig selber. Treppe zum Wehrgang. Okay, hier war dann also nix, egal. Ah, da komme ich hier raus. What? Vielleicht hier? Guten Tag. Auf jeden Fall meine Truhe. Das hörte sich schon fast wie eine versteckte Drohung an, mein Freund. Ach, guck mal, davon liegt was. Quest aktualisiert. Was ein weiteres Stück von. Okay, er scheint verzweifelt darüber, dass er ihren Traum, ein altes Haus zu kaufen und zu restaurieren, nicht erfüllen konnte. Selbst konnte dir vielleicht weitere Hinweise liefern. Okay. Wir verfolgen die Quest mal. Wo soll dieses Fickhaus sein? Oder ist das jetzt. Boah, Alter. Knochenwaldhügel. Ja, nee, ist klar. Schwarzmörschen. Natürlich kommt man hier nicht runter. Ich werde welk. Irgendein Haus. Flüchtlinge. Niemand aus meiner Familie ist mehr am Leben. Dorfbewohner. Wenn die dunkle Brut kommt, sind wir alle tot. Üblich. Ach, da sind unsere Freunde, die Schläger. Stimmt, die sollten wir ja auch noch ausschalten da hinten. Die machen ja hier so Beef vor der Stadt. Was wir überhaupt nicht Knocke finden. Es ist gut, das sofort zu erledigen. Soll ich euch wir sterben, du Sau. Damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst. Ich kümmere mich darum. Es ist gut, das sofort zu erledigen. Schon gut, schon gut. Aber selbstverständlich. Noch irgendwer? Okay. Wir looten wieder fröhlich vor uns hin. Nee, zur Weltkarte will ich jetzt hier nicht unbedingt. Homas. Okay. Ma. Okay, dann haben wir das also auch erledigt. Hoffe ich. Eine Spende, Verletzungsausrüstung. Ja, da brauche ich erstmal 5 Stück für. Erkunde den Vendanwald. Ja, nee, gleich. Später. Naja, dunkel Dings ein bisschen Zeit geben, haben wir. Ah, guck mal. Ein altes Haus zu kaufen und nicht zu füllen, das Haus selbst. Okay. Das kann ja im Prinzip nur das Haus hier hinten sein, ne? Ja, miau. Ich muss ja sagen, der Kind, dass das mit der Questverfolgung funktioniert überhaupt nicht. Dann irren wir jetzt mal durch die Stadt und gucken mal, ob wir hier irgendwo ein altes Haus finden. Speicherung. Nö. Geh doch mal weg da. Also hier ist das Haus schon mal nicht. Aber wir haben hier was vergessen. Dann gucken wir jetzt nochmal nach dem alten Haus hier. Der Irrsinn. Okay, dieses Haus haben sie nicht gemeint.
Nicht, dass die jetzt eine andere Map meinen, weil das ist so notdürftig beschrieben, ne? Gucken wir uns einfach mal ein bisschen noch in der Folge um hier. Ja. Hier schon mal nicht. Wir laufen einfach jetzt einmal die komplette Stadt ab. Fertig. Nein. Nein. Meister Haley. Mervis. Hier scheint das auch nicht zu sein. Wie schön, euch wohl aufzusehen, Kommandant. Ja, ich weiß. Treppe zum Wehrgang, da wollen wir ja nicht hin. War das vielleicht... Ah, warte mal. Das kann ich nicht machen. Okay, nee, hier brauchen wir einen Schlüssel. Knacken kann ich den nicht. Das ist schwerer, als es aussieht. Knacken kann ich den nicht. Das kannst du vergessen. Da geht's nur zum... Türen wurden eingeschlagen, Schädel wurden gespalten und Laster wurden ausgenutzt. Nice. Aber ich habe Antworten für euch. Das ist nett. Das ging ja schnell. Seht ihr? Meine Dienste sind zwar kostspielig, aber sie sind es wert. Ich konnte die Identitäten der Verschwörer nicht aufdecken. Sie agieren äußerst vorsichtig. Aber ich weiß, dass sie sich auf dem Hof des alten Stark in den Farrowell-Ebenen treffen. Ihr seid eurem Ruf gerecht geworden. Ah. Ich verstehe es jetzt erst, Entschuldigung. Das ist sowas von Game of Thrones gerade wieder. Der Erbauer stehe euch bei. Zack, Quest aktualisiert. Sehr schön. Na, wird ja auch Zeit, dass du auftauchst. Na Maya, du bist noch hier? Ich halte meine Versprechen. Und es sieht aus, als hättest du recht gehabt. Das Lager ist hier in Amaranthin. Wirklich? Du hast es gefunden? Das habe ich. Was du mit dieser Information anfängst, liegt aber ganz bei dir. Ich für meinen Teil will mit Magiern nichts mehr zu tun haben. Also, ich schätze, ich sollte dir wohl danken. Da hast du verdammt recht. Aber wenn du dich nochmal erwischen lässt anders, dann helfe ich dir nicht wieder aus der Patsche, nur damit du es weißt. Wer war das? Ich vermute, das hier bedarf einer Erklärung. Ihr? Nein, überhaupt nicht. Seid nicht albern. Eine Freundin von euch nehme ich an. Sie ist normalerweise deutlich entgegenkommender. Das könnt ihr mir glauben. Fällt schwer. Maya ist eine Freundin. Bei meiner letzten Flucht aus dem Turm habe ich sie gebeten, einige Dinge herauszufinden. Aha. Das ist der Grund, warum ich in Amaranthin war. Die Templer dachten, ich sei hier, um ein Schiff zu nehmen. Aber ich wollte mich mit ihr treffen. Um ein Lager zu finden? Während der Verderbnis haben die Templer ihr Lager mit Phylakterien nach Amaranthin in Sicherheit gebracht. Namaya hat herausgefunden, dass mein Phylakterion auch darunter ist. Solange die Templer einen Tropfen meines Blutes besitzen, können sie mich aufspüren. Ich muss es zerstören. Aber ihr seid jetzt ein grauer Wächter. Was sollte die Kirche davon abhalten, zu entscheiden, dass die Magier unter den Grauen Wächtern ebenfalls Abtrünnige sind? Ich muss sicher gehen, dass sie mich nie wieder aufspüren können. Nie wieder. Wenn es das ist, was ihr wollt? Das ist es. Wirklich. Ich weiß natürlich, dass wir genug damit zu tun haben, die dunkle Brut zu töten und so. Aber je schneller wir dieses Fläschchen finden, desto besser fühle ich mich. Wollen wir weiter? Ja, dann. Also, ich meine, wenn du dich dann so viel besser fühlst, dann... Ich habe darüber nachgedacht, was ihr gesagt habt, Anders. Über euren Vergleich zwischen meiner Familie und den Magiern. Das ist lächerlich. Ich werde mich nicht in eine Abscheulichkeit verwandeln, nur weil ich ein Hau bin. Ich habe auch nie behauptet, dass der Vergleich perfekt ist. Ein Hau zu sein, erlaubt mir auch nicht, euren Verstand zu kontrollieren. Ihr habt irgendwie nicht verstanden, was ich sagen wollte, oder? Ich bin einfach kein Freund übertriebener Vereinfachungen. Na schön, euer Pech. Und der Erbauer weinte eben...
So okay. Wie es nur eine Welt, ein Leben und einen Toten, so gibt es nur einen und er ist unser Erbauer. Ist klar. So, wir gehen mal noch in die Kirche und reden mal noch mit der Alten nochmal. So, wo wir die Quest halt her haben, weil vielleicht nennt die uns jetzt ja ein Haus, was die da haben wollte. Ansonsten habe ich einfach keine Idee, wo das sein soll. Dann wird das auf die To-Do-Liste für später gepackt. Alma! Oh, wo kann mein Karen nur sein? Okay, Alma will nicht mit uns reden. Hexe. Kommt auf die To-Do-Liste. Wir klappern jetzt einfach die ganzen Dinger so ein bisschen ab da, die wir da so rundum haben. Wir haben da jetzt ja jede Menge aufgedeckt. Aber hier in der Stadt scheinen wir durch zu sein. Naja, bis auf die Verletzungsausrüstungsdinger. Ich müsste mal gucken. Verletzungsausrüstung warst du, ne? Ja. So, bei ihr kann ich die nicht abgeben. Was bedeutet, dass sie auf keinen Fall schwach ist. Sie will Standarddinger. Gut, dass ich 4 hatte und 3 verballert habe. Das finde ich schon mal sehr geil. Oh, warte mal, was ist hier los? Gar nichts, okay. Dann würde ich sagen, sage ich an dieser Stelle zu euch, see you guys und schaltet wieder ein, wenn es weitergeht mit Dragon Rage Origins Awakening. Mein Gott, was ein Zungenbrecher. Ich habe hier... Also, bis zur nächsten Folge, Leute. Ciao, ciao. Leute, wollt ihr kein Video mehr verpassen? Lasst ein Abo da und wenn euch das Video gefallen hat, teilen, Däumchen drunter und für alles andere sind die Kommentare below.